Grand Avenue. Ich werde dich holen, Slade. Ich nehme an, er nimmt es Ihnen übel, dass Sie bisher so erfolgreich waren. Sie müssen Ihr Bestes geben, um ihn zu schlagen. Alfred, heb die Brücken an. Er darf die Insel nicht verlassen. Ja, Sir, aber Vorsicht! Meine Scans zeigen, dass Deathstrokes Panzer ein Sichtfeld von 360 Grad hat. Er wird sie in jedem Fall kommen sehen. Weißt du, was alle, die einen Kampf mit mir überlebten, gemeinsam haben werden? Es blieb ihr einziger. Als Unterstützung. Vier Cobras übrig. Du überstrapazierst dein Glück, Batman. Viel hast du nicht mehr davon. Thank you.
gekoppelt? Das war deine Verantwortung. Wärst du ein echter Mann, würdest du an den Straßenrand fahren und es mit Ehre beenden. Du hattest deine Chance. Es ist vorbei. Ich bring dich um, Batman. Dann solltest du hoffen, dass dir jemand das Kopfgeld auszahlt. Oh, dieser Fährmann will dafür gar keine Münzen sehen. Ich bringe dich umsonst über den Styx. Bewegung, Slade. Das nennt ihr ein Gefängnis? Findest du es schlau, mich mit all diesen Schwächlingen zurückzulassen? Vielleicht sind keine Gefangenen mehr da, wenn du zurückkommst. Kommt her, Kinder! Onkel Slade hat euch neue Kriegsgeschichten zu erzählen. Fragt nach der mit den Massengräbern. Oh, die ist toll. Zur unsagbaren Zahl jener, die Gott der Höllengrube überantwortet hat. Meine Seele muss nicht gerettet werden, Prediger. Ich habe sie vor langer Zeit verkauft. Komm, bete mit mir, kleiner Mann. Du wirst Gott den überlebenden Opfern helfen. Egal, du wirst der Polizei sagen, was du mit ihnen gemacht hast. Ob ich das Beten für dich austeile. Es ist nicht zu spät für dich, Batman. Beck ist ein Künstler. Ich mache eine Maid aus einem Maultier. Eine Schönheit aus einer Fledermaus. Du bist kein Künstler, Valentin. Du verstümmelst und tötest Unschuldige. Du wirst nie wieder was anderes als eine Gefängniszelle sehen. Nein, nein, nein! Pink hat so viel zu geben. Komm, zeig mir, was unter der Maske ist. Ich kann dich heilen, dich makellos machen, dir all deine Schmerzen nehmen. Du wirst schon sehen. Er ist kranker als die Flitterwochenvideos von Harley und mir. Aber er hat schon was. Was hältst du davon, wenn wir ihn dazu bringen, ein Lächeln in dein Gesicht zu meißeln? Du hast vorhin unsere Ärsche gerettet, Batman. Danke. Lebst, Batman. Glückwunsch. Aber gewonnen hast du noch nicht. Scarecrow ist immer noch da draußen. Hey, Batman! Nicht auf freiem Fuß lassen. Ich hole mir seine Trophäen und bringe ihn hinter Gitter. Es ist Batman! Er hat euch... Ich bin davongekommen. Danke, Batman, falls du mich hörst. Thank you.
Hat die Fledermaus diese Penner vom Arkham Knight schon verprügelt? Wer macht dir mehr Angst? Riddler oder ich? Ich sag dir alles! Zu freundlich. Ich schätze, wir wissen jetzt, was mit dem Identitätsdieb passiert ist, den Sie in Arkham City gesucht haben. Eins muss man ihm lassen. Er hat mich kurz hinters Licht geführt. So wie ich sehen konnte, haben sie ihm übel zugesetzt. Es ist keine gute Nacht, um Feuerwehrmann zu sein. Es ist für gar nichts eine gute Nacht. Hallo, Idiot! Ich wollte dich nur daran erinnern, dass du lediglich... Was? 50%? Das kann nicht stimmen. Das kann nicht... Das... Prozent? Ich meine ja, ich wollte dich nur daran erinnern, dass das gerade mal über die Hälfte meiner Rätsel waren. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag. Die Fledermaus! Hey, oh, mach schon!
wirklich hinter diesem Visier gesteckt hat. Denkst du, er kannte Batman? Panzer verschießt nicht tödliche Geschosse. Fühlt sich an wie ein Schlag von einem Gorilla. Sieht so aus, als läge es jetzt an Scarecrow. Gas! Dabei habe ich kaum was abgekriegt. Fange mit deinen Fingern an. Nein, bitte, ich rede! Clever. Der Arkham Knight ist nur ein harter Kerl mit ein paar Söldnern. Two-Face, dem Riddler, zum Teufel sogar dem Pinguin. Die haben diese Stadt im Griff und daran wird sich niemals etwas ändern. Ich muss alle Riddler... Ich kann Nigma nicht auf freiem Fuß lassen. Ich hole mich...
mir seine Trophäen und bringe ihn hinter Gitter. Ist es das, was ich glaube? Es ist Batman! Da ist er! Fein um! War das Batman? Rede! Ja, natürlich! Gut. Alle Einheiten, Batman ist zu Fuß unterwegs, passt auf! Raus aus dem Wagen, los! Die Fledermaus, er verfolgt! Dreht das Pedal durch, los! Gut gemacht, du Trottel, er ist hier! Ich könnte mich denn... Oh Mist, der ist hinter uns her! Gib Gas! Die Fledermaus muss endlich sterben, kaum zu fassen, dass sie noch keiner ausgeschaltet hat. Öffnen. Jim. Und noch ein Wunderknabe scheidet dahin, gefällt von einem Superschurken. Wenn es dich tröstet, glaub kaum, dass er mit meinem unglaublichen Werk mit Jason mithalten kann, oder? Scarecrow wird ihn bestimmt mit Angstgas vollpumpen und dann aufschlitzen, wie einfallslos. Naja, nur noch du und ich. Was, Batman? Das wahre dynamische Duo. Na, tupf dir die Tränen ab. Aber wann kapierst du es denn? Immer wenn jemand zwischen uns gerät, sterben die, werden verstümmelt oder dazu Hirn gewaschen, dich zu töten. Kleiner Tipp, alter Kumpel. Wir mögen unsere Differenzen haben, aber du und ich, wir gehören zusammen.
jemanden. Du solltest wissen, dass es nirgendwo sicher ist. Der Commissioner war so erpicht darauf, dich vorhin zu verraten, als das Leben seiner Tochter davon abhing. Und jetzt habe ich deinen Robin, ein Vogel im Käfig. Faszinierend, dass deine Ängste dich dazu treiben, deinen engsten Verbündeten in eine Gefängniszelle zu stecken. Nun werden dich deine Ängste dazu bringen, das zu tun, was ich sage. Es gibt eine Lagerhalle in Kingston. Geh dorthin, allein. Dort nimmst du deine Maske ab. Oder deine Freunde werden sterben. Hast du es beobachtet? Was denn? Wie Scarecrow den kleinen vogelnäsigen Loser mitgenommen hat, den du in die Zelle gesperrt hast? Ja, das habe ich gesehen. War schon witzig, muss ich sagen. War Gordon bei Ihnen? Der Commissioner? Ja, glaub schon. Schwer zu sagen mit all den Blutergüssen im Gesicht. Jemand hat ihn übel zugerichtet. Mr. J wäre stolz gewesen. Ich kann kaum glauben, dass sie fort sind. Natürlich waren sie nur Schatten des Originals, doch alle hatten sie ein kleines bisschen Mr. J in sich. Ich wünschte, ich hätte einen Tropfen von Jays Blut bekommen, bevor sie ihn eingeäschert haben. Du hättest das Gesicht von dem Vogeljungen sehen sollen, als sie ihn mitgenommen haben.